Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft. Hier sind wir wieder frisch aus der Hölle. Wir steigen wieder hinauf, meine ich. Wir haben tolle Sachen mitgebracht. Pferderüstung, einmal Gold, einmal Diamant. Fehlt nur noch, dass wir eine Diamantrüstung tragen. Und dann wird das Ganze perfekt. So. Dann gehen wir mal in unseren Keller und räumen hier mal ein bisschen aus. Höllenzeug. Netherrack. Magma-Block. Netherrack, Netherrack. Bisschen Seelensand haben wir auch. Da haben wir die goldene Rüstung. Und Goldschwerter haben wir bekommen, eine Lohenrute. Dann Truhen haben wir ein paar mitgebracht. Netherquarz. Quarz. Glowstone-Staub. Da machen wir natürlich Würfel draus. Knochen haben wir ein paar von diesen schwarzen Männern da. Ein bisschen Gold. Haben wir hier eine Goldtruhe? Ja. Ja, viel ist da noch nicht drin, aber naja. Diese komischen Warzen haben wir noch hier. Jetzt will ich mal kurz gucken im Rezeptebuch, was hier neu ist. Ist hier was neu? Zucker? Nee. Stein der Platte. Spektralpfeil. Okay. Aus einem Pfeil wird dann spektral, aber wir wissen ja gar nicht, was der kann. Muss ich nicht haben. So, was ist das? Netter Warzenblock. Das ist ein roter Block, okay. Aber da braucht man viele, um da was mitzubauen. Ich weiß auch nicht, was für Eigenschaften er hat. Beobachter und Quarzblock. Beobachter, was soll denn das sein? Bruchstein und Redstone. Weiß ich auch nicht. Quarzblock, netter Quarz. Okay. Sonst noch was Neues? Nee, Hebel ist bekannt. Hä? Granit? Aus Diorit und netter Quarz kann ich Granit herstellen. Ah ja. Okay. Glowstone, ja okay. Das wissen wir. Davon wird man jetzt ein bisschen herstellen hier. Ja gut, was heißt ein bisschen? Da wird man noch mehr herstellen wahrscheinlich. So, komm her. Haben wir eine Klick-Eskalation hier. Ach, okay, die 80 kann man auch noch. Zwei, so. Passt. Hat sich ein gelohnt. Was ist denn das hier? Goldbahn. Ach so, aus dem Goldblock. Ja. Gut. Noch irgendwas? Zaubertisch. Diorit kann ich auch herstellen. Tageslichtsensor. Ach so. Da gibt es auch noch einen Werf und einen Spender. Das sind auch wieder unterschiedliche Dinger. Ich weiß absolut nicht. Also aus Bruchsteinen und Netherquarz kann ich Diorit herstellen. Aber das gibt nur doch so viel eigentlich. Diamantharnisch. Ah, der Braustand. Der ist es genau jetzt. Schüssel ist alt. Da, so. Braustand. Ah ja, aus der Lohenrute. Und Bruchstein können wir uns hier einen Braustand herstellen. Lohenstaub. Aus einem Stab kriegt man zwei Staub raus. Was man da dann rauskriegt, weiß ich nicht, was man damit machen kann. Das wollen wir dann mal sehen. So, die Lohnroute habe ich aber. Wo habe ich denn die? Ah, doch hier. Warte mal, ich möchte den Braustand bauen. Andesit kann ich auch herstellen. Aus Diorit und Bruchstein. Aha, okay. Aber wer will denn das schon? Andesit herstellen. Das habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. So. Braustand. So, den müssen wir jetzt halt nur wieder irgendwo hinstellen. Sonst wieder eine Ecke suchen. Haben wir sonst noch irgendwas? Sehr gut, die Netherwarzen. Das ganze Gedöns haue ich einfach mal mit in die Truhe rein. Die Pilze sind okay. Netherquarz. Den Glowstone nehme ich mal mit. Die Schwerter, ja gut, die brauchen wir eigentlich eine Waffentruhe. Da habe ich was vor. Da könnte man da ein bisschen so die aufhängen. Mit einem Rahmen kann man die irgendwie aufhängen. Warte mal, wie macht man so einen Rahmen nochmal? So.
Nö, funktioniert nicht. Aber das ging doch. Man konnte doch. Wie ging denn das? Ich kann das doch wie ein Bilderrahmen. Ah, warte mal, Moment. Mein Fehler. Wolle, 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 Frau Holle. So. Jetzt probieren wir es nochmal, wenn ich jetzt einen Rahmen bastel. Gemälde. Okay. Nee. Ja, toll. Wie geht denn das nochmal? Man konnte doch, oder war das ein Mod? Oh, Gemälde. Immerhin, das ist immerhin hier. So. Okay. Sieht ganz gut aus. Ich weiß es nur, wie man die Waffen an die Wand hängt. Man kann die zu Dekorationszwecken an die Wand hängen, das weiß ich. So, dieser Braustand. Der Braustand, wo kommt denn dieser Braustand jetzt hin? Ich kann ja nicht einfach hier hinstellen. Oder wir könnten hier hinstellen. Wenn wir hier noch einen Block hinmachen einfach und dann einfach klack. Ja, ich kann hier hinstellen, das ist aber toll. Oh. Mist. Den kann man nicht einfach so abbauen. Den hätte ich wahrscheinlich mit der Spitzhacke abbauen müssen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Alles klar. Nächstes Mal immer schlauer. Naja gut, wir werden wieder irgendwann eine Lohnroute kriegen. Und dann können wir das wieder neu machen. So, warte mal. Aber wie macht man denn jetzt das mit diesen Schwertern? Ich möchte die gerne an die Wand hängen. Ich tue die jetzt erstmal hier reinpacken. So. Jetzt hat er. Kriegen die Pferde eine Rüstung an. Tja. Servus. So, wir hatten hier schon Sattel, der Weiße hier. Der Braune hat auch einen Sattel. So, beim Weißen eine diamantene Rüstung oder eine goldene Rüstung. Oder andersrum. Mal schauen, wie das ausschaut. Wo ist er denn? Ah, so. Das Römerpferd. So, okay. Warte mal, ich will runter. Wie war es verlassen? Link das Schiff, ja. Nee, ich will das. Wie kann ich jetzt nochmal das Inventar vom Pferd öffnen? Ah, so. Goldene Pferderüstung weg. Dann kriegt er jetzt mal die diamantene Rüstung drauf. Aha, da sieht man nichts mehr vom Pferd. Okay. Siehst du mich? Ja, doch. Linker Shift, warte mal, nee, da machen wir folgendes. Wir machen die goldene Rüstung auf das weiße Pferd drauf, da kommt es mehr zur Geltung. Und die Diamanten aufs weiße, aufs braune. Wo ist denn das braune? Hallo? Hier. Nein, ich weiß, ihr wollt alle eine Rüstung haben, aber bekommt ihr nicht. So, schwupp. Jawohl. Bloß der Reiter, der passt nur jetzt richtig dazu wahrscheinlich. Wie kann ich denn... Ah, so. Yeah. Jetzt müssten wir hier wegzoomen können. Metallrüstung mit Diamantpferd. Ja, gut, okay. Warte mal, es ging doch auch. Man konnte einem Pferd auch eine Kiste verpassen. Ja, die haben das so einfach da gesagt.
Auf Pferde hindern? Nö. Nee. Nee, es geht wahrscheinlich doch nicht, aber ja. Dass das Pferd ein Inventar hat zum Beispiel. Warte, Moment, ich probiere nochmal. Sattel. Ja, den Sattel kann ich dir halt abnehmen. Ah, der hat gerade hier sich aufgebäumt. Ganz schön schnell, mein Pferdchen, hä? So, ich habe hier einen neuen Sattel. Und den haue ich jetzt mehr auf das weiße Pferd drauf. So. Oh, jetzt kann ich dich auch reiten hier. Hihihihihi. Okay. Aua, das war keine Absicht, sorry. So, ich kann ja jedes Pferd eigentlich reiten, bloß ohne Sattel kann ich nicht steuern. Nee, geht nicht. So, mein Diamantpferd und mein Goldpferd leer. Das ist wirklich so römische Feldrüstung hier. Ja. So. Gut, aber da ist Nürnkett da, okay. Aber wir wollen ja mit dem Kloster was anrichten. So, also das bedeutet, wir müssen rüber in den Turm. Aua. Creeper, toll, ich ändere mal den Kurs. Wir benutzen heute mal nicht den offiziellen Weg. So. Ach, Zombie, ihr stört einfach, wisst ihr das? Ihr armen Seelen. So, hier, jetzt können wir die Brücke laufen. So, klasse, ja, finde ich ja so Pferderüstung, ey, das freut mich. Ich weiß ja, dass man da noch so alles finden kann, also es würde mir so ein bisschen Spaß machen, da mal so ein bisschen auf Suche zu gehen. Aber jetzt machen wir mal wirklich hier mal eine Baustelle fertig. Gut, die ist schon fertig, aber wir können da noch ein bisschen was verschönern. So, ist eigentlich auch schade, dass es nur das eine, das Holzschild gibt hier. Dass man da halt auch verschiedene Schilder hätte, so dass es halt dann länger hält. Könnte man ja auch ein Diamantschild machen, oder? Anstatt ein Eisenbahn in der Mitte, ein Diamant rein. Oder so. Oder ein Goldschild, oder will ich nur Holz? Ja, wäre alles möglich. Ein Steinschild, ja. Da ist es ein bisschen Quatsch, ja. Warte mal, ja, hier außen, das müssen wir wegmachen hier jetzt. Gut, zu dem Zwecke mache ich mir mal eine Axt. Damit geht es doch ein bisschen schneller. Ja, die Axt erspart den Zimmermann, ne? Warte mal, aber ohne dass das Glas hier kaputt geht. Mal vorsichtig arbeiten. Ja, genau. Wir haben gerade keine Glasscheibe mehr da. Toll. Ach Mann. Warte mal, das war falsch. Ich hab's gewusst, dass ich wieder was kaputt mache. Eine Glasplatte. Ja. Kaputt. Ja, Glastische könnte es auch geben, ne? Ich habe Ideen. Es gibt ja schon recht viel in Minecraft. Ah, noch eine. Mensch. Passt doch mal auf. Mach halt alles kaputt. Kann doch nicht wahr sein. Gäste wieder das Zeug um, als würde es nichts kosten.
So. Tut mir halt leid, da müssen wir jetzt nochmal die ganze Geschichte rausknibbeln hier. Gut, wie ich den Glasrahmen repariere, weiß ich noch nicht, weil das ist immer ein bisschen blöd. Von der Position aus hier, wo ich jetzt bin. Ah, noch ein drittes Glas, toll. Warte mal, hier haben wir jetzt, ja. Nee. So erst blöd ist aber auch. Warte mal, das war jetzt zu viel wieder. Der muss raus. So, jetzt machen wir hier wieder Glowstone rein. So. Ich weiß nicht, ob ich den Block hier lasse oder ob ich den austauschen soll oder ob ich da doch diese Treppenstufen machen soll hier. Zerdeppert da mir drei Glasscheiben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja echt nicht wahr sein. Tja, kann passieren. Besonders halt, wenn man da so in so einem schmalen Spalt reinhauen muss. So. Jawohl. Muss man halt nochmal zum Turm runter und wieder hoch. Wenn die ganzen Stufen nicht wären, ne? Ja. Und das jetzt zum Beispiel, wenn man in der Wohnung wohnt, hier wohnt im 8. Stock und da gibt es keinen Aufzug, da muss man ständig Treppen hoch, Treppen runter. Da überlegt man sich dann jeden Lauf dann sozusagen. Jeden Gang, den man machen muss sozusagen. So. Okay, das wird das. Das waren jetzt 64. Wir haben noch 12 Glowstone übrig. Ja, komm, das sieht auch nicht so toll aus hier. Ja, das machen wir weg hier. Da machen wir Glowstone rein. Gut, das ist dann oben natürlich, ja. Aber das sieht man eigentlich gar. Das ist ja so eine Spitzecke da, die ist nicht so sichtbar jetzt. So. Klar, ich hätte hier auch jetzt noch ein Holz reinmachen können. Aber das sieht auch ganz okay aus hier. Das gibt auch einen Akzent hier. Was wir jetzt noch machen könnten, wir könnten hier die Platte unten noch mit Glowstone verzieren, aber da müssen wir nochmal den Nether. Bräuchten wir noch mehr. So. Gut, dann gehe ich mal nochmal nach Hause und hole neue Glasscheiben, da ich hier welche verdeppert habe. Ja, da habe ich gedacht, ich könnte sie wegräumen und naja, doch nicht. Drei Scheiben haben wir zerdeppert, also werden wir uns drei mitnehmen oder wollen wir gleich alle mitnehmen. Wir könnten hier oben ja eine Truhe hinstellen, wo wir mal hier welche reinpacken. Einfach mal so. Für alle Eventualitäten gerüstet sozusagen. Lalalala. Wenn die ganzen Stufen nicht wären. So wollten wir es aber. So, es rütet. Oh. Düdüm. Das noch Holz. Ja, es sind auch viele Sachen unterwegs hier. Ich schwimme mal ein bisschen. So. So, den Blick hier aufgerichtet. So, da sieht man jetzt hier so ein bisschen diese Leuchtformation hier. Ha, das sieht doch ganz gut aus. Ja, wir könnten wirklich im Boden noch so einen Ring machen. Unten drunter. Das sieht dann auch nochmal ganz gut aus. Oder so ein Außenrum hier dann praktisch. Na, du Skelett. Haha. Ja, shit.
Der hat gemerkt, dass er ins Wasser kann. Ja, ist ja schon recht. Hör auf zu schießen. Ja, daneben, daneben, daneben. So. Wow. Puh. Ja, jetzt sieht man es halt bei Tag nicht mehr, diese Lichtding hier. Bei Nacht sieht man es halt am besten. So. Ja, ich muss jetzt überlegen, ob man. Ja, in Nether nochmal reingehen, auf jeden Fall. Aber um nicht unbedingt nur Glowstone zu holen. Eigentlich mehr, um nochmal da eine Expedition zu machen da drin. Die Pilze, ich weiß gar nicht, was ich mit den Pilzen soll. Habe ich hier irgendwo eine Pilzkiste? Nö, ich habe keine Pilzkiste. So, die Glasscheiben nehmen wir mal mit hier, die 8 Stück. Haben wir sonst noch irgendwas? Ach, die Wolle, warte mal, die Wolle aus Frau Holle, die packe ich mal wieder hier rein. So, das mit dem Rahmen weiß ich nicht mehr, wie es geht. Da muss ich mal im Wikipedia nachschmulen, weil ich das rausfinde. 20 Level haben wir jetzt schon, okay. Na, viel ist es nicht. Einmal sterben und dann ist wieder vernichtet. Holz, 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 Holz. Packen wir hier rein. Ah, Mann, warum macht das jetzt hier so ein blödes Höhlengeräusch hier? Da kriegt mir Angst. Oder sind wir so wie der weiße Hai? So, warte mal. Pilze, Pilze, Pilze haben wir keine drin. Dann, doch, oder? Doch, hier, Pilze. Pilz, ja. Pilz, Pilz. Was sind das hier? Das sind doch andere Pilze wie die, ja? Hm. Okay. Netter Ziegel. Ah ja. Nette Ziegeln sozusagen. So, da haben wir schon ein paar drin in der Truhe. Da der Rest, der kommt eigentlich wieder zurück. So, Moment, falsch. Höllengedöns. Hier, zack. Ein paar nette Ziegel wieder rein. Ein paar nette Ziegeln wieder rein, sozusagen. So, Stein, Stein, sei mein. Nehmen wir mal nochmal ein bisschen Erde mit. Das ist für die Hölle dann. Ich weiß nicht, wann ich da nochmal einen Ausflug mache, ob ich das jetzt gleich mache oder nicht. So, Mampf, Mampf. Jetzt nochmal schnell in den Turm rüber und dann können wir die Folge ja schon beenden. Ah, ein Ei. Hui. Ah, da ist sogar was ausgeschlüpft. So, dann bist jetzt hier das freilaufende Hühnchen hier. So, bloß nicht Evil Chicken werden. Sonst muss ich dich eliminieren. So, ach, wie schön es hier ist. Muss man doch mal sagen. Ich habe mir einmal gedacht, auch so ein Netherziegel was zu bauen. Also das war aber viel früher. Das war jetzt nicht hier im Let's Play, aber das soll jetzt so gedacht sein. So. Man kann sich ja da ausbasteln. So einen düsteren Palast oder so. Mit Netherziegeln. So, wieder rein. Ich glaube, ich baue mal irgendwo eine Leiter ein und eine Tür oben. Damit wir schneller in den Turm hochkommen, weil das Gelaufe hier nimmt auch Zeit in Anspruch hier. Weil man ja hier immer rum muss und rum muss und rum muss. Muss ja hier wirklich mit allen was machen, mit allen Händen hier. So. Echt, ich müsste mir echt nur noch ein paar Schilder anbringen hier mit Stockwerken. Da wäre ich echt, da wäre ich auch eine Weile beschäftigt hier, überall da eine Nummer hinzuschreiben. Werde wieder Holz verbraten. Also, für Holz gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten. Das muss man schon sagen. Mein Dach könnte man auch noch einen Ring rumziehen. Nee, mach mal nicht. Das lassen wir so. Was wollte ich jetzt eigentlich hier? Ja, stimmt, das Glas ersetzen, das ich zerdeppert habe. Wo war denn das jetzt? Hier? Und wo noch? Na gut, bei Tageslicht sieht man das ein bisschen besser. Wo was kaputt ist. Dann war es doch nochmal irgendwo. Hier, genau. Zack.
Wo tue ich denn die Truhe einbauen? Ja, irgendwo wird mir die Truhe jetzt hier einbasteln, hier vielleicht. So. Versenkte Truhe. Da könnte man jetzt auch noch einen Deckel drauf machen. Kommt, das bringe ich mal. Ey, ja gut, ich habe jetzt ja keine Falltür. Daheim hätte ich noch ein paar Falltüren. Ja, jetzt habe ich wieder eine ungerade Anzahl. Da kriegt mir mal zwei davon. Okay. So, alles Blödsinn einfach. Nee, die ist falsch. Na, geht es nicht. Ach komm schon. Das ist aber gemein. Warte mal, dann versuche ich mal Trick 17. So. Haha. Ha. Geht doch. So, jetzt hatle. Unsere Geheimtruhe hier. ja, ist gut. Da meldet sich wieder die Voyager. Das kommt jetzt wahrscheinlich gleich ein paar Mal. Deswegen muss ich jetzt gleich mal hier die Folge beenden. Wir sind eh schon bei 27 Minuten. Ich danke euch wieder recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.